Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Let's Play Reihe. Ach, Let's Play Reihe sage ich schon. Zu einer neuen Folge. Wir wollen Holz produzieren und verkaufen, also exportieren. Und ja, wir haben ja hier genug Wälder, wieso nicht, ne? Wenn man schon so viel hat, dann kann man es auch nutzen. Jetzt überlege ich gerade, wo wir das am besten machen. Oben wäre zum Beispiel sehr gut, hier vielleicht auch oder hier hinten. Wenn wir da jetzt noch nicht plus zu pflastern alles, wo wir vielleicht später noch bauen, ich würde sagen, hier hinten passt das sehr gut. Das Holz muss natürlich irgendwie auch abgeholt werden. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen und wie das funktioniert, weil das ist auch für mich alles neu. Wo ist denn jetzt hin? Haben wir es gebaut? Wo ist denn? Was? Habe ich das jetzt gebaut oder nicht? Nee. So aussieht doch nicht. Okay. Nochmal zurück. Wo waren das? Verschiedene Industrien. Genau hier. So, jetzt auch. So, schließen wir mal die Straße an. So, haben wir das auch. Strom brauchen die natürlich auch. Das machen wir gleich. Aber ich will vorher mal nachgucken, wie geht das denn mit dem Transport. Brauchen wir ja eigentlich ein Lager, wo das Holz abgeliefert, also gelagert wird. Oder können wir das gleich... Nee, lass uns mal ein Lager bauen erstmal. Und dann bauen wir das Sägewerk. Dann können wir die Bretter bauen. Wir können das ja auch verkaufen. Lager und Warenhaus. Haben wir denn das jetzt hier? Holz. 330 Tonnen. Wie viel sind das? 330 Tonnen. Bestimmt mal eine Menge, ne? Denn vom Preis her machen die sich jetzt nicht viel. Wieso tut das große Lager, große freie Lager, weniger Strom verbrauchen als wie das kleine? Das kleine verbraucht mehr. Hm? Ist das ein Fehler? Muss das genau andersherum eigentlich sein? Gut, dann bauen wir halt das große, ne? Jetzt kostet ja jetzt nicht so viel und ist aber nicht hier vielleicht, das wäre Blödsinn. Ne, hier wollen wir ja die Stadt bauen, das wäre auch blöd, direkt bei der Stadt zu bauen. Hier wäre es nicht schlecht, glaube ich. Kann man zuverbinden und direkt da dran schließen. Und wie schon gesagt, für mich ist das auch hier alles neu. Daher kann ich genauso auch Fehler machen. Ist nicht immer alles zu 100% vielleicht korrekt, wie ich was mache. Ich bin halt auch an Ausprobieren und Testen und Fummeln, wie was am besten funktioniert und alles.
Nur so kann man es halt lernen. Und es gibt keine direkten, also es gibt hier, sag ich mal, Katalog halt, ne, wo man ein paar Informationen herbekommt. Aber es tut halt nicht immer alle Fragen beantworten, sagen wir es mal so. Da ist es halt meistens besser, Sachen zu testen. Und ja. So, die brauchen natürlich auch Strom. Das heißt, wir sollten mal bei beiden Stromspannungsdings bauen. Da. Vielleicht nicht so nah. Geht denn das? Ja. Ist okay. So, nehmen wir mal auch etwas größer wieder. So, jetzt muss ich mal überlegen. Könnt ihr jetzt da oben anschließen? Anschließen hätten welche. Schräg kann ich das machen. Ja. Jetzt muss ich hier eins und da eins. Mittlerer Spannungsleiter. So. Hier eins. Dann müssen wir eins führen hier hin. Genau, dann haben wir hier auch Strom. So, das hätten wir. Was brauchen wir denn als nächstes? Brauchen die Arbeiter? Zumindest nichts dran. Moment. Da weiß ich das nicht, dass die Arbeiter brauchen. Lass mal die Busse erstmal weg. Wer fährt denn da eigentlich immer noch? Ach, das Krankenwagen fährt. Behandelt Patienten 1. Mitarbeiter. Boah, wie viele hier sind, ne? Kann man das auch begrenzen auf über Mitarbeiter? Also für einen Patienten so viel Mitarbeiter ist doch ein bisschen übertrieben. Die können wir nicht begrenzen. Ne? Doch, kann man auch. Machen wir mal 10. Ah, hier steht auch dran, wie viele Mitarbeiter. Sagen wir mal 25 Patienten können wir behandeln. 10 von denen, 10 von denen, passt. Ich denke mal, das ist okay. Das ist einfach übertrieben. Hier aktuelle Käufer, genauso. Und viele Käufer haben wir gar nicht mehr. Brauchen wir auch nicht so viel. Das muss man halt auch erstmal einstellen. So, jetzt will ich ja nochmal das hier testen. Ah, okay, wenn sie in die Depots sind, kann man die Bushaltestellen löschen. Um zu wissen, wo ist der andere Bus hin. Der ist weg. Ah, ne, den haben wir ja verkauft. Genau.
Licht haben wir immer noch, also wie es aussieht, 10% reicht noch. Das war ja 1000 Gigawatt. Oder Megawatt? Ach, keine Ahnung. Ich bin da immer noch, ich habe da noch nicht nachgeguckt, das ist jetzt halt noch. Von der letzten Aufnahme habe ich hier jetzt, mache ich ja weiter. So, nicht so viel Gequatsche. Ich will ja hier vorankommen. Wir brauchen. Können Ressourcen kaufen, das wollen wir nicht. Wir wollen ja selbst Ressourcen herstellen. Wir haben jetzt hier ein Lager. Diesen Lager. Sägewerk, genau. Das wollte ich noch. Mit der Musik bin ich mir auch noch nicht sicher. Vielleicht werde ich da demnächst mal eine andere Musik laufen lassen. Weil permanent andauernd die Musik sich reinzuziehen ist vielleicht doch auf Dauer anstrengend. Die hier geht ja jetzt noch, die jetzt gerade läuft, aber die vorhin eben, die macht einen schon ein bisschen rappelig im Kopf, wenn man sich hier konzentrieren will. So, gebaut, sehr schön, fertig. So, das ist jetzt das Sägewerk. So haben wir spezielle Straßenverbindungen zwischen Fabriken. Na toll, das ist natürlich auch geil. Fabrikverbindung. Kann ich denn nicht einfach sagen, dass ein LKW von da nach da transportieren soll? Das würde doch rein durch gesehen da auch gehen, oder? Feuerwehrauto, Kipper, nee. Auf einer LKW. Holz kann der transportieren, ja. Tonnen. Der hier macht 14 Tonnen, kann der transportieren. Retter kann der auch 14 Tonnen transportieren, fährt 65 km/h. Kaufen wir erstmal ein. Aber nochmal hier nachgucken will ich. Brauchen die denn Angestellte? Ja, sie brauchen Angestellte. Das heißt, sie müssen ja also dahin kommen. Das heißt, wir brauchen eine Busstation wieder. Eine kleine Busstation. Verbindung. Okay, das ist zu hoch. Das auch so gut gebaut.
abreißen. Deine Straße gelöscht. Ich sah jetzt so nah aus, ne? Ja. Okay. Straßenverbindung haben wir. Das heißt also, jetzt haben wir ja eben Bus. Können wir ja mal benutzen. Von hier. Na. Wo ist da? Bis dahin. Das ist der gleiche. Straßenfahrzeug kaufen. So, ist hier einer und da einer. Ah, toll. Nutzfahrzeug. Nee. Das heißt, wir hätten da gar keinen kaufen müssen. Arbeiter, um Bäume zu verändern. Klar. Die Arbeiten müssten eigentlich jetzt kommen. Verbindung steht, Strom haben wir. Zwei Voraussetzungen haben wir erfüllt. Kaufen wir mal lieber noch reinkommen. Also zwei, mal sehen, wie das aussieht. Fahren die jetzt hier raus und tun hier wirklich die Bäume abfällen oder? Auf Förstern war ich auch nicht. Geht, dass das überhaupt geht. Kann man in der Zeit wieder Bäume pflanzen? Das sind halt so alles so offene Fragen, die man noch hat bei dem Spiel. Das weiß man halt noch nicht genau, wie das abläuft. Müssen wir mal sehen, was noch so passiert. So, hier. Ja, nichts kaufen, wir wollen es ja. Sind da welche? Nee, noch nicht. Ah, da kommt ja was an. Wie viele haben sie? 32 Mitarbeiter fahren gerade. Also der Bus ist voll. Wie viele brauchen wir? Maximal 30. Lassen wir erstmal mal so. Laden gerade. Okay. Wir müssten ja dann hier drin sein.
So, sie müssen aber hier abgeholt werden. Von da nach da ist ein Lager. Wollten das wohl gehen? Keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das mit denen hier geht. Wenn ich jetzt den nehme. Wo ist der zweite? Hier. Ich nehme jetzt den und genau das anvisieren. Er soll es hierhin transportieren. Stach. Bis der da ist, müssten wir eigentlich schon vielleicht was haben im Lager. Ne, die Holz immer noch. Ach, ich habe eine kleine Fliege hier. Verdammt. Fliegt mir ständig im Gesicht herum. Eine ganz kleine Obstfliege. Holzmenge im Wald. 7200 Tonnen. Na gut, ist ja eine Menge. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wachsen die wieder nah oder nicht? Hm. Höchstens nicht. Und ich weiß auch nicht, wie groß das Umfeld ist. Achso, das Umfeld war hier so ungefähr, ne? Einmal drumherum. So ungefähr. Na gut, 700 Tonnen ist ja jetzt nicht so viel. Das hat man ja auch relativ schnell abgeholzt. Einen holt das schon ab. Braucht man noch einen, dann haben sie mehr. Die können alle arbeiten. Das Lager füllt sich. Wo ist der andere? Schön. Da ist er. Da fährt er. Mal ein bisschen. Mal beobachten, was passiert. Da müsste eigentlich das dann abholen, zum Lager, zum freien Lager hin liefern. Und von da aus kann ich dann noch einen LKW nehmen und sagen, der soll das nehmen und zum Sägewerk. Dann nehme ich, kaufe ich noch einen LKW und sage, verkaufen. Ich weiß nicht. Das muss ja irgendwie exportiert werden. Kann ich Export nur mit Straßen oder auch mit Schienen machen? Das sind so halt alles noch. Die muss ich mal testen. So, er hat auf jeden Fall Holz geholt. Schon gut. Sieht schon mal gut aus. Dann müsste es jetzt hier abladen. Zack. Ja. Gefüllt die Menge. Genau. Holz. 870 Tonnen passen hier rein an Holz. Die können aber nur kaufen, nicht verkaufen. Zumindest hier nicht. Muss ich da ein Warenlager bauen direkt? Ich weiß nicht, das werden wir später nochmal rausfinden. Auf jeden Fall hier mal das hier versuchen. Zu lang. Ja,
das geht ja nicht über die Straße. Das funktioniert nicht so. Okay, uns mal noch einen LKW kaufen. So. Den sagen wir jetzt, was soll das? Na, da die von starten. Hier können wir auch nur Ressourcen kaufen. Ich will sie aber verkaufen. Wie mache ich das? Steht das denn hier drin? Export. Ressourcen erhalten. Nee, ich will es ja nicht erhalten, ich will es ja verkaufen. Bekomme ich Holz. Genau, so einen Holzfällerposten haben wir. Natürlich hätte man natürlich auch von Holzfäller Posten zum Sägewerk direkt fahren können. Aber ich weiß gar nicht, schafft überhaupt das Sägewerk so schnell hinterher zu kommen mit der Produktion. Natürlich nochmal eine andere Frage. Sie arbeiten auf jeden Fall. Nein, nee, sie arbeiten nicht. Aber sie haben immerhin schon mal das Holz im Lager. Ganz kurz Pause machen oder zumindest langsam. Wir sollten mal eine Bushaltestelle einbauen. Dass da auch Leute arbeiten können. Busse. Viele Personen passen da rein. Wo ist hier da? 20. Brauchen wir auch nur einen kleinen Bus. 60, 7. Na, da ist eigentlich der hier am besten. 7, 8. Ja, das ist alles zu klein. Ne, da passt der hier ganz gut. Größe, ja, 60, 80. Können wir den hier halt nochmal. Sagen wir mal von der Bushaltestelle zu der Bushaltestelle starten. Okay, die Bushaltestelle haben wir gar nicht angeschlossen, ne? Nö. Aber sie sind trotzdem automatisch dahin gelaufen. Na gut. Ich sehe gerade, wir haben hier... Ah, ich habe ja hier, die Straße mit Fußgängerweg gebaut, sehe ich gerade. Ne? Eigentlich Blödsinn gewesen. Aber gut, was wird's? Ist halt so. Ich weiß nicht, dass die Straßenlaternen auch Strom verbrauchen. Sie leuchten zumindest. Aber dass das auch als Stromverbrauch gilt, keine Ahnung. Hier wurde auf jeden Fall Holz geliefert. Also wir machen Feierabend.
So. So, das läuft zumindest so weit da hinten. Hier kommen auch die ersten Mitarbeiter. Sie gehen auch alle da rein, das ist schon gut. Produktionssatz läuft auch. Bretter wurden produziert. Jetzt müssen natürlich die Bretter wiederum wieder zurück zum Lager. Na klar, der läuft, fährt ja natürlich jetzt die ganze Zeit hin und her, weil wir das nicht eingestellt haben, wie oft der fahren soll. Aber egal, lassen wir mal so. Nehmen wir nochmal den hier, der ist eigentlich ganz cool. Das heißt also, wir müssen jetzt von da nach da. Das hier müssen wir ausmachen. Nur die Bretter soll er beladen. Und natürlich auch entladen. Ah, nicht behindert. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Kann ich da auch hier machen? Laden soll er das hier. Holz. Und entladen soll er hier. Da ist er beladen, entladen. Entladen soll er das. Aber beladen kann er doch da auch. Okay, ganz kurz noch überlegen, warte. Also, verdammte Fliege, die stresst hier gerade voll. Also, er fährt von da. Tut beladen das Holz. Ja. Genau. Entladen soll er dann aber von der anderen Seite wiederum die Bretter. Und hier genau andersherum. Hier soll er Sägewerk soll er das Holz entladen. Und beladen soll er die Bretter. Genau. Gucken wir mal, macht das auch. Sehr schön, er macht's, okay. Aktueller Wert der Ladung. Dollar war das hier gerechnet oder ein Rubel. Dollar ist natürlich mehr wert. Das heißt natürlich, es würde sich wahrscheinlich eigentlich sich mehr lohnen, einen Dollar zu verkaufen als wie einen Rubel. Aber wir bleiben erstmal bei einem Rubel. Wir tun ja erstmal nur mit den Russen erstmal handeln. Sonst kommen wir komplett durcheinander. Das läuft auf jeden Fall so weit. So, da hat er wieder das Holz. Oh, meine Katze ist weg. Da hat er wieder das Holz und er tut's abladen. Tut dann wieder die Bretter laden und da wieder entladen. Das heißt also, wir haben jetzt hier Bretter. Genau. Gut, und das nächste, beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall das Holz verkaufen. Ich habe noch selbst keine Ahnung, wie das geht. Hier geht es auf jeden Fall nicht, hier kann man nur Waren kaufen. Was mich sehr
100 manuell kaufen oder automatisch kaufen. Verstehe ich nicht, wieso nicht. Kaufplan, ach du Kacke, okay. Gut, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich würde erstmal hier Schluss machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Somit verpasst ihr natürlich auch keine weiteren Videos mehr. Es kommt noch eine Menge andere Videos und ja. Und wir bauen auf jeden Fall das noch viel größer aus. Das ist, sage ich mal, einfach gerade mal der Start. Man muss auch erstmal den Überblick finden, wie was funktioniert. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.